Moin Leute und herzlich willkommen bei Wimmelkoi. Stefans Ausnahmeteich habt ihr ja nun schon gesehen, aber danke. Da war für dich noch nicht Schluss. Eine Innenhalterung war Pflicht, ne? Ganz genau. Irgendwo müssen die Kleinen ja auch großgezogen werden, ja. Weil unter 60, 70 cm soll auf jeden Fall nichts in den Tank. Mhm. Und hier hast du jetzt 3500 Liter mit Filter? Genau, ungefähr? Genau. Das sind ziemlich genau 3500 Liter mit dem Filter. Und das reicht, um ein paar Kleine irgendwie so auf 70 cm zu bringen. Und hier hast du jetzt schüchtern sind sie. Jetzt hast du hier mit Schalstein gemauert? Genau, ist mit Schalstein gemauert, ist dick isoliert und unten und an den Seiten. Und vorne mit der Panoramascheibe ist das eigentlich ganz schön, um die Koi auch eben von der Seite zu sehen oder wenn sie mal kleine Blessuren haben. Ja. Kann man das natürlich sehr gut. Hier noch schön zwei Stühle, kann man abends davor sitzen, genau. Ein Glas Wein und kann seine Koi genießen. Sitze ich öfter mal mit den Kindern, gucken wir uns ein Koi-Buch an und dann sitzen wir hier. Erste Frage, Glasscheibe ist dicht, schon mal undicht gewesen? Ja, absolut. Von Anfang an dicht gewesen. Ist natürlich ein Träumchen hier so in der Innenhalterung, wenn man davor sitzt. Das kann man natürlich schön genießen. Und hier denke ich mal auch wieder nur Kunishi? Genau, das sind jetzt nur Kunishi. 11 Stück sind das dieses Jahr geworden. Mhm. So viel sollte eigentlich gar nicht, aber wie das dann so ist. Ja, man kann nicht lassen, ne? Ganz genau. Du ziehst ja die grundsätzlich immer von klein groß, ne? Du kaufst ja keine großen. Ja, also das Portemonnaie, um sich da so einen 70er zu holen, das habe ich dann auch nicht. Und es macht ja auch Spaß zu sehen, wie sie sich entwickeln. Mhm. Ich habe auch schon mal ganz kleine 12, 15er Tosei gehabt, 20 Stück. Davon sind auch zwei Stück geblieben, die wir gerade gesehen haben. Ja, und hiervon wird vielleicht auch die Hälfte oder ein bisschen mehr bleiben. Ja. Und der Rest geht dann mal wieder weg. Ja. Hast das macht Spaß. Bunte Mischung von allem was. Und dann guckst du, was sich richtig entwickelt, das behältst du und den Rest gibst du ganz genau. Ab. Ne? Aktuell die Kawari Mono wachsen 1,5 cm momentan in der Woche. Bei 23 Grad. Insgesamt geht der jetzt 400 bis 500 Gramm Futter am Tag rein. Mhm. Und aktuell ist es noch so, dass die Heizung gar nicht anspringt, weil wir eben das gute Wetter haben und hier drin es schön warm und isoliert ist. Im Winter wird es dann sicher nur irgendwie auf 20 Grad oder sowas gehen, denke ich mal. Ja. Damit die Kosten auch irgendwo im Rahmen bleiben. Ja. Hast du dann hier einen Bodenablauf und einen Skimmer auch oder nur einen Bodenablauf? Nee, ich habe nur einen Bodenablauf, einen 100er. Mhm. Und wälze aber ordentlich um, dass so ungefähr zwei bis dreimal die Stunde umgewälzt wird. Musst du auch bei der Form, ist natürlich nicht ganz so einfach zu durchströmen als wie ein Rundbecken. Da brauchst du natürlich ordentlich Flow. Genau, aber das passt ganz gut. Er strömt hier raus und geht vor der Scheibe lang und dadurch hat er schon ein bisschen die Kreisströmung. Auch der Schmutzabtransport, der ist eigentlich sehr gut. Man sieht da unten jetzt gar nichts. Ja, und die haben heute auch schon 1,5 Kilo Futter gehabt. Mhm. Also da bin ich eigentlich sehr mit zufrieden. Ja. Aber UV, ohne UV geht's nicht. Ich habe extra die beiden großen Fenster hier. Also es kommt sehr viel Sonnenlicht rein, das merkt man. Dass die Farben wirklich stabil sind, gerade bei den Kujaku, die sind ja auch empfindlich, was das angeht, das ist eigentlich noch ganz gut. Und sobald die UV nicht an ist, kommen auch gleich Algen, also das heißt für mich dann auch eben, dass genug Sonnenstrahlen reinkommen. Ja, das war mir eben auch wichtig. Ja. Traumhaft schön und gucken wir jetzt mal aus der Nähe an. Bis gleich. Richtig schön gemacht, genauso wie der Rest des Filterhauses und des Teiches. Sehr, sehr schön. Mit Glasscheibe hast du hier mit 11,5er Steinen gemauert, isoliert. Und dann hast du hier ein sehr schönes Wasser, wie beim Beetfilter üblich. Auch der Besatz, du sagst, ist ein bisschen stramm, ich finde es in Ordnung. Bis nächstes Jahr, das geht, das funktioniert. Hier haben wir den Rücklauf, wo wir richtig schön sehen, wie er hier rumdrückt. Also hier ist ordentlich Strömung drauf. Finde ich mal ganz wichtig, dass Fische in der Innenhalterung was zu tun haben müssen. Du brauchst da keine Spielzeug reinpacken, du brauchst nur Strömung. Der Muskelaufbau geht einher mit dem Wachstum, ne? Wenn sie arbeiten müssen, dann fangen sie auch nicht an zu spinnen, dann haben sie was zu tun. Jetzt haben wir die Luft gerade ausgemacht, aber die Luft drückt auch in die gleiche Richtung wie der Zulauf. Richtig schön. Hat was in der Innenhalterung. Sind alle gut drauf, zeigen sich, sind aufmerksam. Kann man sich ja schön hinsetzen und kann seine Fische genießen. Und was sagst du, ein gutes halbes Kilo bis hier schon am Füttern? Ja, genau. Also ich habe es so, dass ich so... Ich glaube, mein Automat geht 400 Gramm rein und ich gehe dann, wenn ich dann hier bin, haue ich gerne nochmal auf den Futterautomaten. Also wenn ich hier reinkomme, dann, jetzt merken die natürlich, dass du hier bist fremd, aber wenn ich hier reinkomme, dann stehen sie alle an der Scheibe und wenn ich dann an den Futterautomaten haue,
dann würde ich nass werden, wenn der Deckel nicht zu wäre. Und jetzt schauen wir gleich mal, wie du das hier filterst. Wir kommen, Technikfreak wie du bist, hier schon mal ein Gimmick. Wir haben erstmal einen Superbeat mit Rieselturm als Vorfilter und als Biofilter. Dann haben wir hier ein Gimmick. Hier kommt der Bodenablauf rein und dann hast du hier praktisch einen, hier geht's rüber zur Pumpe, die dann in den Beatfilter drückt. Du hast aber bis zu diesem Punkt und nicht weiter, könntest, wenn hier irgendwas undicht ist. Genau, also mir war wichtig, ich hatte früher auch diesen WPS 3000, also technisch, dass es verhindert wird, dass das Becken leer gesaugt wird. Das wollte ich nicht, ich wollte, dass es mechanisch gar nicht funktioniert. Ja. Und hier ist es eben so, wenn das Wasser im Becken sinkt, weil hier irgendwas kaputt geht, fängt ab hier die Pumpe an, Luft zu ziehen. Das kann ich euch hier zeigen. Hier oben zieht sie Luft. Genau, und ab dem Augenblick kann im schlimmsten Fall die Pumpe kaputt gehen, die aber auch einen Überhitzungsschutz hat. Ja. Aber der Wasserspiegel im Becken ist immer bei 50, 60 Zentimeter. Ja. Richtig gut. Auch hier wieder alles sauber und einzeln verschaltet. 22,8 Grad, sagt es gerade. Wir haben dann hier, geht es dann durch, nach dem Beat geht es durch eine UVC. Sieht nach 45, 55 Watt aus. 36 Watt, ja. 36. Und hinter der UVC ist noch die Heizung. Und dann geht es hoch in einen Rieselanteil, der ist eingesteckt, deswegen sieht das hier ein bisschen komisch aus, der ist eingesteckt und danach ist das Wasser, geht es ganz einmal unten durch. Genau, der ist zweiteilig, oben ist Rieselanteil, unten geflutet. Und dann geht es hier durch per Staudruck zurück ins Becken. Futterautomat, alles drum und dran, redundante Belüftung, dass immer beides belüftet ist. Das Einzige, was die noch nicht umgesetzt hat, ist die Stromabsicherung. Ne? Ganz genau. Ich habe schon eine Batterie dort stehen und ich habe auch reinen Sauerstoff stehen. Und das ist noch alles noch umzusetzen. Auch hier wieder Gardena Bewässerungscomputer. Das heißt, du hast eine automatische Frischwasserzufuhr. Aktuell ist es so, dass ich 80% Wasserwechsel mache. Ja. Und das muss ich auch nochmal zeigen, weil so sauber habe ich das hier noch nicht gesehen. Kann er genau gucken, wie er den Bewässerungscomputer einstellt. Hier hat er genau ausgeliefert, wie viel Liter fahren kann. Also das ist schon Technik vom Feinsten. Da ist der Stefan echt Perfektionist. Und das Ergebnis, wie ihr seht, kann sich sehen lassen. Richtig, richtig cool. Ich glaube nicht, dass ich hier die Wasserwerte messen muss, aber natürlich der Vollständigkeit halber werde ich auch das natürlich hier noch tun. Die Wasserwerte. Wir haben ein pH von 7,2, eine Sättigung von 11 Milligramm bei 22,7 Grad. Wir haben nicht nachweisbares Ammonium oder Nitrit von kleiner 0,025, also nichts. Da sieht man, dass der Superbeat die ganze Arbeit leistet mit dem Helix-Turm dahinter. Richtig geile Innenhalterung. Ich setze mich nochmal hin und genieße das. Richtig, richtig schön. Ich muss sagen, Rundbecken hat was, aber das hier bei dir, Stefan, das ist schon eine geile Nummer. Und mit diesem schönen Bild verabschiede ich mich für heute. Wenn euch der Blog gefallen hat, abonniert meinen Kanal und lasst mir ein Like da. Wenn auch ihr euren Teich oder Innenhalterung im Blog sehen wollt, zögert nicht, schreibt mir eine E-Mail an wimme-goi@gmx.de. Bis denn!